Okay, gentlemen, start your engines, please. Valerio Fumagalli gegen Max Dr. Mechanic Köpernitsch. Herzlich willkommen zu Glemseck 101. Es ist schon losgegangen und es war schon mächtig, was zu sehen. Momentan ist gerade ein Italiener mit seinem Elektrobike gefahren. Man hat nichts gehört. Es ist spooky. Wir sind ja alle hier, um vor allen Dingen was zu hören und was zu spüren. Ich höre euch Norbert, gar nicht mehr. Dürft ihr gar wie sieht's aus? Wie ist die Stimmung? Dann sind die motiviert. Ja, die Stimmung ist totaler Wahnsinn. Für alle, die das Glemseck kennen, die wissen, es ist hier Emotion pur. Benzin im Blut haben hier, glaube ich, alle, nicht nur die, die fahren, sondern auch die, die hier kommen, um zuzuschauen, um ein bisschen zu schnuppern, wenn der Burnout gemacht wird. Jetzt beginnt der Tag. Gestern war das Wetter etwas heftig, aber heute ist es trocken. Die Massen strömen hier rein, da werdet ihr danach noch mehr sehen. Und der erste Run von unseren beiden Politikern war auch schon ganz schön heiß. Also die wollen es wissen. Also vom Bürosessel auf dann sozusagen den Bock ist natürlich auch ein Move. Erstmal Respekt und Hut ab, dass sie das gemacht haben. Normalerweise fahren die nicht auf solchen Motorrädern, habe ich mir sagen lassen. Aber ansonsten haben wir natürlich hier absolute Freaks und echte Profifahrer zum Teil dabei. Einige haben wir schon gesehen heute Morgen und es wird sicherlich spannend. Und das, was heute auch an Bikes rausgeschoben wurde, wir sehen hier zum Beispiel schon einen extrem wilden Umbau. Da werden wir uns natürlich nachher auch noch einige Menschen hier zum Interview holen und vor allen Dingen fragen, wie es gemacht wurde, warum etc. Wir wollen natürlich möglichst viel erfahren und euch ins Wohnzimmer vor dem PC ans Handy bringen, dass wir versuchen, diese Stimmung hier von Glemseck 101 zu transportieren. Es ist der 13. Run, muss man sagen. Das Ganze hat schon richtig Tradition. Und was soll man sagen, es ist wirklich mächtig. Ich bin zum ersten Mal da, sensationell. In der Tat, ich würde sagen, wir sehen gerade eine Aufstellung. Wir geben mal kurz vor an die Strecke und schauen mal, wie der Run läuft. Es gibt immer einen Warm-up, einen Dry-Run und danach gilt's. K.O.-Verfahren, wer schneller im Ziel ist, bleibt, der andere fliegt raus. Dann gehen wir mal kurz vor an die Strecke, da gibt's schon Burnout. Jo, und insgesamt wird gefahren eine Achtelmeile. Umgerechnet sind das knapp 200 Meter, habe ich mir sagen lassen. Das sind nur wenige Sekunden, aber die haben es natürlich in sich. Dann geht es weiter mit den Saltens auf Sprint. Das wird dann ein wenig kompliziert, weil wir hier mehrere Klassements haben. Ich werde euch das gleich erklären, sobald die Saltens drin sind. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir verstehen das relativ schnell. Wenn ich mich da reinarbeiten konnte, dann versteht ihr das viel schneller. Also, bis gleich und dann erzähle ich euch was zu den Saltens auf Sprint. So, es geht demnächst los mit der Factory Class von den Saltens. Ich habe es euch eben schon erklärt, es sind 5 Motorräder. So, die nächsten beiden Motorräder, die kommen. Spannend. Das eine ist eine Triumph. Am Start auf der Triumph ist der Rennfahrer Arne Tode. Also auch jemand, der gewohnt ist, schnell zu fahren. Sicherlich aber spektakulärer von der Optik her ist das zweite Motorrad, aufgebaut von VTR Customs in der Schweiz. Am Lenker im Moment noch der Dani Weidmann, der Chef von VTR, wie man sehen kann. Und das Motorrad ist komplett Aluminium handgedengelt, was das Chassis betrifft. Guckt euch das genauer an. Es ist ein bisschen eine Hommage an die Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg der englischen Armee, an die Spitfires. Basis ist ein BMW-Motor. Und zwar ein Boxermotor. Der wassergekühlte Motor, der R1200R. Also nominell 125 PS. Bei der Triumph sieht es so aus,
Basis ist, soweit mir bekannt, eine Triumphs Ruxton. Und wie gesagt, jetzt erstmal Training, um zu sehen, wer definitiv eine Runde weiter ist und wer sich nochmal qualifizieren muss. Also, Arne Tote, Amelie Moseder. Und ihr dürft gerne ein bisschen applaudieren. Okay, die Amelie wollte unbedingt alleine fahren. Also jetzt nochmal die Möglichkeit. War ja nur Training, war noch nicht der Lauf. Die Triumph übrigens mit Arne Tote am Lenker nennt sich Phantom Blaze und ist aufgebaut von Mellow Motorcycles. Da oben sehen wir ihn, der wollte natürlich als Rennfahrer eine Kurve fahren. Ja. Ist aber mittlerweile, jetzt bleibt er erstmal stehen. Davon bin ich ausgegangen. Ja. Er muss es nur wissen. Und jetzt hat er es, glaube ich, verstanden, weil wir dürfen die Amelie nicht fahren lassen, solange er oben ist. Hier nochmal Applaus hier. Arne Tode auf der Phantom Blaze. Und Mello, und jetzt lassen wir die. Also wir hören gerade, Amelie verzichtet drauf auf das Training. Das heißt, die beiden würden jetzt gegeneinander gleich fahren. Extra Applaus für Amelie Moseder hier. Wie gesagt, schaut euch das Motorrad genau an. Unglaublich spektakulär, was der Cello, so heißt der Mechaniker von VTR, was er hier mal wieder mit seinen kunstfertigen Fingern auf die Beine gestellt hat. Unglaublich, wie er das Aluminium behandeln kann. Das ist Wahnsinn, was es für eine Qualität hat. Also, jetzt gleich zur Sache Amelie Moseder gegen Arne Tode. Okay, wir haben gesehen, die Triumph war klar vorne, aber den Sound von dieser VTR, oder? Allein der Sound, mal abgesehen vom Design. Wie gesagt, wir werden sie nochmal sehen. Übrigens ist das auch ein Feuerspucker, das Motorrad. Das müsst ihr euch heute Abend mal anschauen. Die werden das bestimmt machen, unten bei den Saltens. Das Motorrad kann richtig Feuer spucken. Und das kann ich euch gar nicht so im Detail erklären, das müsst ihr sehen. Das sieht richtig cool aus. Ja, das könnt ihr einfach mal euch heute Abend anschauen. Also jetzt klar qualifiziert, zunächst mal die Triumph, aber wie gesagt nochmal, die Amelie hat noch eine Chance. Ne? Arne Tode auf der Phantom Blaze. Und hier ist Amelie Moseder auf der Spitfire. Und jetzt schaut mal genau hin. Also so muss doch ein Dragster aussehen, oder? Gut, aber sie hat noch eine Chance. Und jetzt fahren nach meiner Rechnung erstmal die beiden Verlierer, in Anführungszeichen, gegeneinander. Und zwar der Rolf Reik gegen die Amelie Moseder. Die beiden haben jetzt eine Chance. Wie gesagt, der Gewinner kommt auch noch weiter. Bei zwei haben wir ja schon, die qualifiziert sind. Der Jens und der Arne. Und jetzt geht es darum, wer als Dritter qualifiziert wird, nämlich Amelie oder Rolf. Ja.
So, Amelie gegen Rolf. Das war jetzt natürlich nicht ganz ladylike, sag ich jetzt mal. Ne? Da hat er jetzt nicht so wirklich die Chance dran vorbeizukommen, der Rolf. Muss man nachhören, ob wir da irgendwie was machen oder. Also. Wir haben gerade drüber gesprochen, haben gesagt, wie gesagt, war nicht so ganz ladylike, was Amelie gemacht hat. Sie ist dem Rolf ein Stück weit in die Spur reingefahren. Und deshalb lassen wir sie jetzt noch mal fahren. Ja, Entschuldigung, oder das ist doch demokratisch, oder nicht? Ja? Außerdem, das kann man doch gar nicht oft genug sehen, dieses Motorrad mit dieser Frau auf dieser Strecke, oder? Jetzt will ich mal einen Applaus hören, hier. Amelie Mooseder, Rolf Reik. Amelie ist weiter. Jetzt haben wir 3 von 4. Okay, wie man sehen kann, jetzt guckt auf der Yamaha gegen Amelie Mooseder auf der VTR Spitfire. Und jetzt geht es tatsächlich darum, wer jetzt gewinnt, ist im Finale, der andere ist weg. Konnte man, glaube ich, genau sehen. Jens Krug, wie gesagt, der kann auch richtig Motorrad fahren. Mit der Yamaha im Finale. Amelie ist leider draußen. Aber gut gekämpft. Und wir haben sie jetzt auch ein paar Mal gesehen. Mit diesem wunderbaren Motorrad. Nochmal, man muss erst mal sehen. Jetzt muss man auf die Idee kommen. VDR Customs in der Schweiz, Schmerikon. Mit Dani Weidmann hat immer wieder richtig, richtig schöne Ideen. Und jetzt mal Applaus hier für beide, für Jens Krug auf der Workhouse aus Belgien. Jetzt sind wir im Finale und das ist Amelie Mooseder auf der wunderbaren Spitfire von VTR Customs aufgebaut.
Ich höre gerade, wir sehen die Amelie doch nochmal wieder. Wir werden noch um den dritten Platz ausfahren. So, also um den dritten Platz in der Factory Class. Seitens auf Sprint, Slam 6 2018. So, nochmal ein Blick auf dieses unglaubliche Motorrad. Und jetzt sehen wir auch die Flammen. Jetzt sehen wir die Flammen. Ja, Amelie, musst du nachher machen auf der Rückfahrt, damit wir das auf der Strecke aussehen. Nochmal, ich habe keinen Spaß gemacht. Das Ding kann richtig Flammen werfen nach hinten. Ne? Also nochmal, Rolf Reik, Amelie Moser, da um den dritten Platz, Factory Glass. Saltenser Sprint. Auch wieder, sah zumindest so aus, sehr knapp. Also, und Rolf Reik, diesmal dritter Platz, aber bestimmt äußerst knapp. So, jetzt haben wir gleich das Finale, aber erst lassen wir die beiden nochmal zurückkommen. Mal sehen, vielleicht kann uns die Amelie nochmal ein paar Flammen zeigen aus der Spitfire. Vielleicht kriegt sie das ja hin. Schauen wir mal kurz, ob das geht. Und hier mal Applaus für Rolf Reik. Wenn wir die Flammen sehen. So, und jetzt haben wir die Flammen hier. Aber aufpassen, dass das Bein nicht brennt hier. Okay, Amelie Mosseda, VTR Customs. Gut, okay, aber ich würde jetzt sagen, du kennst die Motorräder und ihre Fahrer viel besser. Du bist von Anfang an dabei. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Und der Andi wird euch alles erzählen rund um die Saltens auf Sprint. Wir sehen uns. Habt weiterhin viel Spaß bei Glemseck 101. Das seid nämlich ihr. So, und alle gut drauf? Ob ihr alle gut drauf seid? Jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Okay, Sultans, are you ready to race? Start your fucking engines now and make some noise! Oder so ähnlich. Aber man soll das nicht singen. So, zurück hier in der Boxengasse. Jetzt bin ich richtig nervös, weil die fährt wahnsinnig gut. Die sieht gut aus. Die hat immer ein Lächeln. Amy Moseder bei uns. Gehen wir zurück. Nein, Quatsch. Amy, du bist gerade erst gefahren auf dieser Wahnsinns-Spitfire. Alle wollen die sehen, alle wollen fotografieren. Du und VTR macht jedes Jahr einen Riesenaufschlag. Was ist dieses Jahr anders wie letztes Jahr für dich, außer das Motorrad? Komplett. Also Glemseck ist natürlich immer eine Institution. Das ist immer wahnsinnig toll, da zu sein. Und ich bin echt ein großes Dank an alle Zuschauer hier und auch draußen im Internet. Wie geil, dass ihr alle da seid. Ich finde, es ist noch mal mehr los als die letzten Jahre. Und hier mit Spitfire an den Start gehen zu dürfen, ist schon eine so große Ehre. Das macht einen eh schon nervös. Du musst aufpassen, die kommen gerade zurück vom letzten Run. Aber jetzt hast du trotz der Nervosität, habe ich das Gefühl, immer eine sehr ruhige Hand an der Kupplung. Und da bist du den Kollegen aus meiner Sicht immer voraus. Täuscht das oder ist das so? Nee, ich versuche mich wirklich am Start 100% zu konzentrieren, zu fokussieren. Und das Bike läuft absolut rund. Wir hatten jetzt schon zwei Läufe, um das so, dass es sich alles eingespielt hat. Das Ding läuft wie eine Rakete. Das Einzige ist wirklich nur, dass du dieser, ich liege ja auf dem Motorrad. Und das ist halt echt die Herausforderung, in dieser liegenden Position alles rauszuholen, die Gänge reinzuhauen, die Kupplung richtig kommen zu lassen und einfach nur Vollgas zu geben. Aber eine große, große Ehre, hier am Glemseck dabei zu sein. Vollgas gibst du ja beruflich im Privatleben, du sprühst immer vor Energie. Wie motivierst du dich hier immer wieder auch auf komplett neue Bikes zu steigen? Ich meine, die haben ja wieder neue Dinge und da musst du dich ja auch immer wieder umstellen. Ich meine, das macht spannend, aber das ist ja auch herausfordernd. Ja, ich glaube, so bin ich. Ich brauche die Herausforderung. Selbst beim Schlafen ist mir langweilig. Ich habe immer Websen im Hintern, also ich brauche immer die Herausforderung und ich bin immer gespannt, was VTR wieder so baut. Also dieses Jahr habe ich echt gesagt, Leute, ist das euer Ernst? Ihr wisst schon, dass
ich die da irgendwie so bewegen muss. Aber ja, wir haben es ganz gut hingekriegt. Wir haben aber auch ein Wochenende genommen, um das mal ein bisschen zu testen. Dann sind wir total gespannt, drücken die Daumen für morgen. Und heute Abend Saltens Zelt. Gewohnterweise gibt es da noch mal den einen oder anderen Drink. Da sehen wir dich hoffentlich wieder. Den Party-Monster-Bonus, Leute. Das müsst ihr euch echt anschauen. Also Party-Monster. Mal gucken, ob wir das live übertragen, aber auf jeden Fall sind wir morgen wieder da und Amy auch. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Wir gehen zurück auf die Rennstrecke. Ja, ja, da kommt er. Da kommt er, der Wachtmeister Studer. Ihr habt vorhin die Spitfire BMW gesehen von VTR Customs aus der Schweiz. Der Chef heißt Dani Weidmann. Da gibt es noch den Cello. Cello ist der Mechaniker bei denen. Und Dani Weidmann steuert jetzt den Wachtmeister Studer. Ich habe extra gegoogelt, was das ist. Wachtmeister Studer ist in einem Schweizer Märchen irgendwie so ein Polizei... Wie heißt der? Der immer mit dem... Kasper war das. Und der Wachtmeister hieß der Studer. Dani hat vor 2 Jahren einen schweren Unfall gehabt und hat in der Schulter ein Platinum-Teil gehabt. Und als ich das mal irgendwann gesehen habe, habe ich gesagt, das sah aus wie so ein Kupplungsgriff. Warum nimmst du denn das eigentlich nicht als Kupplungsgriff? Und jetzt hat er tatsächlich dieses Titaniumteil, was er in der Schulter hatte, links an sein. Das ist nicht der ganze Kupplungsgriff, aber er hat es obendrauf für mich extra verarbeitet. Fand ich gut. Ist aber kein Blut mehr dran. So. Passiert, wenn die Polizei außer Rand und Band gerät. Das ist La Polizia, Mamma mia, nee. Die knallt und knattert und steigt die wilde Saudi, du Mann, du. Das gibt's ja gar nicht. Polizia Uno hat man sie genannt, weil die ganzen internationalen Freunde und Partner keiner wusste, was Wachtmeister Studer ist. Also, Polizia Uno und hier kommt nochmal Enzo auf der Ducati Felino von Lindner Racing aus Frankreich. Auch eine Megakarre. Und der Wachtmeister Studer, Dani Weidmann. War ja nur Testlauf. Hat im Übrigen im Tank verarbeitet ein kleines Fenster. So, und für euch draußen im Internet sind wir wieder im Fahrerlager. Jetzt gerade mit dem Phil hier, dem Philipp Ludwig von der Kraftstoffschmiede. Gerade seinen Lauf gewonnen gegen die Bombinette. Phil, wie war es für dich? Es sah ein bisschen knapp aus. Woran hat es gelegen? Ist immer geil, ja. Der erste Lauf war natürlich super gewesen. Beim zweiten Lauf hatte ich einen dritten Gang drin zum Starten. Da habe ich der Bombinette quasi eine leichte Chance gegeben, aber dann kam der Schub. Aber der dritte reicht offensichtlich auch, wenn er dann mal läuft. Was hat das Ding Leistung dieses Jahr? 160 PS am Hinterrad. Was ist das Schwierigste für dich hier bei der Achtelmeile? Natürlich der Start, aber ist es runterkommen oder ist es tatsächlich mechanisch das Motorrad? Ja, ist natürlich Konzentration. Ja, man muss sich konzentrieren, du musst alle Nerven behalten. Man kann halt so viel falsch machen beim Start. Und wenn alles klappt, läuft es eigentlich ganz gut. Dann drückt man die Daumen. Wir sehen uns später wieder. Toi, toi, toi. Danke, dass du da warst. Polizia Uno, Wachtmeister Studer aus der Schweiz. Enzo auf seiner Ducati Velino. Good luck, Enzo, alright. Und der Wachtmeister Studer, Schutz! Streng gestanden. Da knallt das Ding dahin, sauber. Dani Weidmann, VTR Customs aus der Schweiz, eine Runde weiter. Da kommt er wieder, der Wachtmeister Studer, die Polizei. Oh, mit Amelie, diesmal mit Amelie mit Amelie. Amelie will Wasserski laufen hinter dem Ding. Gegen Joe Hecht. Wachtmeister Studer, Polizia Uno, VTR Customs, Dani Weidmann als Pilot gegen Joe Hecht auf seiner BMW. Dani Weidmann, der Wachtmeister Studer gewinnt.
noch eins? Achso. Willst du mal sagen? Willst du mal? Eins kommt! Ja, eins kommt! In 20 Minuten! Siehst du, in 20 Minuten kommt auch noch einer. Jawohl, Dani! Herzlichen Glückwunsch! Super! Sauber! Dani Weidmann auf der Polizei, Polizia Uno, Wachmeister Studer gegen. Oh, Kraftstoffschmiede, Philipp Ludwig. Das wird spannend und interessant. Philipp Ludwig, Kraftstoffschmiede. Gegen Dani Weidmann, VTR Customs aus der Schweiz auf der BMW. Auf geht's. Paar Verschalter. Gut, kommt vor, aber Philipp Ludwig. Philipp Ludwig gewinnt. Dani hat, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt mit dem zweiten und dritten Gang. Glaube ich so irgendwas. Ja, Philipp hat gewonnen. Da kommen sie schon wieder zurück mit ihren Raketen. Applaus für Philipp Ludwig von der Kraftstoffschmiede. Gegen Dani Weidmann auf der Polizia Uno. Da reichen sie sich die Hand, die beiden. Nachher trinken sie ein Bier zusammen. Dani, jawohl, alles klar. Applaus, Applaus. Super, Philipp. So, hier nochmal vom Livestream in der Boxengasse sozusagen. Bei mir ist der Wachmeister Studer. Den seht ihr jetzt nicht, weil ihr seht das Finale. Aber was war gerade beim Phil los? Warum ist er so schlecht weggekommen und warum dauert es so lange? Ja, der Phil hat irgendwie technische Probleme am Motor. Er hat einen sehr schnellen Schaltassistenten, vermute Elektronikprobleme, weil er es bis ins Finale geschafft hat. Ist seine Flasche, die er fährt, zu klein. Das heißt, er muss jetzt wechseln, dass er sicher genügend Lachgas hat. Sonst stimmt die ganze Abstimmung nicht. Bei mir, ich hätte ja eine große Flasche, aber die Flasche ist heute drauf, dem Motorrad drauf. Wir haben gerade gesagt, sometimes sitzt der Bike und sometimes ist der Rider. Aber das Spannende ist doch jetzt, wenn der die Flasche wechselt, ist der nicht extrem nervös, ob das alles funktioniert? Du willst das Setup nicht verändern? Setup nicht, aber die Hektik ist extrem groß jetzt. Schrauben, alle warten, er muss vorwärts machen, der wird jetzt sehr nervös sein am Start. Hoffentlich macht er keinen Frühstart. So, jetzt geht's drum, jetzt schauen wir mal. Okay, Applaus, wollen wir noch mal einmal Applaus geben für die Fahrer zum Finale? Die Sonne scheint, wunderbares Publikum, super Nummer. Danach geht es weiter mit Kaffee Racer Rennen, aber das erklärt euch dann der Nächste. Auf geht's zum Finale 2018 Glemseck. Applaus, Applaus nochmal, sagt Laura. Laura ist Chefin. Am Ende der Roboter irgendwie, ja, du gerade Jungs, hat am Ende der Roboter, da hat der Roboter versagt irgendwie, der BMW-Roboter. Muss ich wegmachen hier. Gut, ja, Philipp, da war dann irgendwas durcheinander. Italien gewinnt, Italia in Glemseck. From today on, Glemseck is part of Italy. South Garage. Glemseck is part of Italy. Sebastian, let me pass you. Also, ich bedanke mich bei euch. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Jahr wieder oder später. Ich gebe nochmal das Telefon. Wie heißt das? Mikrofon? Nee, der will gar nicht. So, das war das Finale der Sultans of Sprint am ersten Tag im Glemseck hier. Der Phil hat es nicht geschafft, sondern Italia hat es geschafft. Aber bei mir und gerade schon kurz kommentiert, der Wachmeister Studer von VTR in der Schweiz.
Wie ist es heute bei dir gelaufen? Erzähl uns noch mal kurz, was war das Problem? Weil ansonsten kennt man ja die Polizia Uno als extrem zuverlässige Kombi aus Fahrer und Bike. Ja, wir haben am Mapping noch mal gearbeitet, noch mal mehr Lachgas eingespritzt und dann stimmen die Übergänge nicht. Und wenn ich zu viel Gas drauf habe, dann bringe ich die Gänge nicht rein. Das heißt, die Kunst ist, Gas nur wenig zu lupfen, um die Gänge reinzukriegen. Das hat heute einmal ganz gut funktioniert und zweimal nicht so gut. Jetzt denken ja viele, wenn die dein Motorrad sehen, mein Gott, das ist ein alter Boxer, was kann man aus dem rausholen? Und man merkt ja oft, dass du anderen Bikes, moderneren Bikes, davon fährst. Ist das einfach eine Stärke von der Architektur, also der Boxeranordnung, oder woran liegt es? Nee, eigentlich, den Motor haben wir schon länger auf dieser Leistung. Der hat original 48 PS, jetzt etwa 150. Die Kunst, ein schnelles Motorrad, ist die exakte Geometrie. Vorher war er viel zu kurz, dann geht es immer Hinterrad. Jetzt haben wir flacher und länger gemacht. Wenn du ihn zu lange baust, dann hat es wieder keine Traktion, zu wenig Gewicht hinten. Und jetzt haben wir eine ideale Geometrie, jetzt geht es richtig gut vorwärts. Richtig gut, das ist ein gutes Stichwort. Bei der Amy läuft es auch richtig gut. Jetzt habt ihr ja ein unfassbares Motorrad gebaut mit der Spitfire. Wer hatte die Idee und wie lange hat es gedauert, so ein Motorrad zu bauen? Wir waren inspiriert von einer Designstudie von Barbara Design, eine Firma aus Paris, die nur Zeichnungen macht. Ich selber komme aus der Fliegerei mal ursprünglich und habe gesagt, das müssen wir bauen und das muss Aluminium haben und muss so aussehen. Und weil ich früher Zweiten Weltkrieg Flugzeuge gewartet habe, und die Sternmotoren gesehen haben, wenn die startet, dann kommt so Flammen raus. Und wir bauen einen Flammenwerfer ein, ich will 2 Meter Flammen und das Ding heißt Spitfire, wie die englische Zweitweltkriegmaschine. Wie viele Stunden oder Wochen oder Monate muss man da reinstecken? Wir haben es nicht mehr gezählt, etwa 4 bis 5 Monate Bauzeit. Aluminium handgedengelt von unserem Cello. Einzelne Teile muss man 3-mal nochmal beginnen, weil die Linie nicht ganz so gepasst hat, wie wir sie wollten. Also, das war für uns die größte Herausforderung, das komplexeste Bike. Mehr können wir nicht mehr bauen. Ja. Jetzt seid ihr ja schon lange bei den Saltens dabei, aber VTR ist an sich, auch ohne die Saltens, ja ein Begriff in der Szene. Ihr baut ja wahnsinnig schöne Motorräder. Woher kommen eure Kunden? Also international nehme ich an, aber kann man das sagen, aus welchen Ländern kommen die Kunden überwiegend? Abteil ist Schweiz, muss ich sagen. Viele unserer High-End-Klassenbikes laufen in der Schweiz auch. Wir haben schon für einen schottischen Architektenbike gebaut, Brasilien. Was ich ganz viel habe, sind Anfragen aus der ganzen Welt. Was kostet so ein Heckkit-Umbau? Kannst du mir die Cockpitschale bitte schicken? Das sind handgemachte Teile, die gibt es nur einmal. Wir bauen kein Bike zweimal und das ist manchmal etwas anstrengend, unseren Fans klarzumachen. Aber es ist eines unserer Credos und da bleiben wir dabei. Und was macht für dich das Glemseck aus? Ihr seid ja schon lange dabei, gehört ja fast zum Inventar. Wodurch unterscheidet sich das zum Beispiel von Wilson Stones oder von einem anderen Format, das du kennst international? Der größte Unterschied, du hast hier den ganzen Tag Rennen, den ganzen Tag. Und es herrscht irgendwie eine super, super Stimmung. Egal, ob da Harley, BMW, Yamaha, Triumph draufsteht, sind einfach coole Bikes. Für mich die schönsten in ganz Europa auf einem Platz zu sehen. Und das macht den Spirit aus hier. Und das ist immer so der Höhepunkt für uns der Saison. Ja. Für uns der Höhepunkt, dass du da warst. Vielen Dank. Wir drücken die Daumen und gucken, was VTR weitermacht. Und wir sehen uns morgen nochmal. Ja, morgen nochmal mit einem Kundenbike. Ich nehme an, der schaut zu, der muss sie weit nach vorne fahren. Also, genau, ich glaube, morgen gibt es eine Premiere, oder? Mit dem Motorrad. Ja, genau. Also vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Ciao.